Ich wollte unseren eigentlichen Kurs wegen der anderen Insel nicht. Ja, die kriegt man dann schon wieder. Keine Sorge, ich kann ja nebenbei mal hier reinlunzen. Welche das auch immer war. Ich glaube, die 600er. Die ist nur noch 470 entfernt. Ike, es wird dunkel, ich sehe kaum was. Also, die geh mich bitte. Immer geradeaus. Den Anker bzw. den Motor. Ja, mache ich gleich. Leicht nach links bitte einscheren. Die Motoren laufen im Übrigen auch heiß. Wir bewegen uns weg von dieser Insel, wenn wir nicht gegensteuern, Arik. Hast du noch ein Paddel? Nein. Warte, ich mach die noch mal an. Ich sehe das ja alles von hier unten. Mach den noch mal an und ich steuere einfach frontal dagegen, denn wir fahren ja eh wieder rückwärts raus. Machst du einfach den Anker nach Belieben dann? Ja, ich stehe hier vorne und beobachte das Schauspiel gerade. Ja, die laufen auch heiß und da gehen die automatisch aus, beziehungsweise machen gar nichts mehr. Easy, Bibber. Reicht das jetzt für die Flossene? Ne, eins muss noch. So. Dann brauche ich noch ein Seil und 5 Plastik. So, warte mal, man kann das doch halbieren. So. Irgendwie verliere ich in letzter Zeit ganz schön viel Durst. Nicht nur du. Ich habe auch mal nichts umgestellt. Ich habe es nicht auf hart oder so gestellt. Eigentlich alles noch so, wie es früher war. Nö, ich unterstell dir ja auch nichts. Ich denke mal, du wärst so ehrlich und hättest das dann noch gesagt, bevor du irgendwas umstellst. Ja, klar, warum nicht? So, du kannst beide Öfen wieder benutzen. Ich habe erstmal Schwimmflossen und Taucherflasche. Glas mache ich wieder hier rein, bevor ich sterbe. Und der Seetang kommt hier rein. Wirklich. Mangosamen wären vielleicht nicht schlecht, ich habe keine mehr. Mango. Also Bäume. Falls es dort welche gibt. Kiste. Früchte-Kompott-Dingsbums. Rezept. Ja, Früchte-Kompott-Rezept. Hast du das schon? Ich meine nicht. Also, ja, ich hatte es mal. Ich hab's mir verloren wieder.
weil wir die Tische abgebaut hatten. Also gerne her damit. Ja, ich spring sowieso alles mit. Also du musst dann selber aussortieren, was du wegschmeißt und was nicht. Aber hier waren nur zwei Bäume auf der Insel. Ne, drei. Und alles nur Palmen mit, na hier, Kokosnüssen. Ne? Es ist ja auch nur eine kleine Insel. Das ist ja nicht schlimm. Aber irgendwo unter Wasser müsste noch eine Kiste sein, weil diese Kleinen haben da meist unter Wasser noch irgendwas. Meist vielleicht jetzt nicht, aber häufiger, ja. Ey, hi, verpiss dich. Haha. Am besten fand ich, bin außerdem mit Waffe gesprungen, wollte so. Den Hai probieren mit dem Bogen abzuschießen. Der Bogen ist unter Wasser ja defekt, wusste ich nicht mehr. Und der schwimmt einfach auf mich zu. Ich habe mich einfach mal nicht bewegt. Der ist an mir vorbeigeschwommen und hat mich nicht getroffen. Rezept ist. Rezept ist oben in irgendeiner Kiste drin. Dir ist schon klar, dass ich eine Rezeptkiste habe. Ich habe die jetzt erstmal nur just for fun irgendwo reingelegt. Ah, perfekt, das ist dieser Früchtekompott. Okay, dann weiß ich, was das ist. Ich habe noch Samen im Inventar. So. Da brauche ich dir die vier Melonen. Da brauche ich dir die vier Melonen gar nicht geben, da kann ich die erstmal snacken, wenn du genug hast da oben. Ja. Zeigst du den Köder an? Nö, eigentlich nicht, oder? Okay. Ja. Ich gehe erstmal auf die andere Seite, weil wir sind genau an dieser Seite der Insel, wo nix unter Wasser ist. Blöderweise kann man sagen, dass das meistens so. Das. Oh, Metallschrott brauchen wir auf jeden Fall wieder. Metallschrott wird benötigt. Gibt's hier irgendwelche Erze? Ja, dort. Au. Arschlochhai. Au. Au! Oh. Darko, bereite dich drauf vor, den Ike zu retten. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite der Insel. Wow. Steht das bei dir auch? Hab mich auf den Stein gerettet. Ike? Was? Steht das Bett überhaupt irgendwo? Ja, bei dem Wasser Aufbereiter, der drin ist. Ach ja, da. Aber warte, warte, ich hab mich gerade gerettet. Das schwimmt gerade zu dir, der Hai. Ich müsste mal mein Schwimmzeug hier ausrüsten. So. Kannst du mal kurz gucken, ob der Hai bei dir ist? Ja. Okay. Der ist bei mir. Guck ich mal kurz hier am Rand. Es sind keine Erze mehr. Dort ist noch was. Dort ist dann auch noch was. Nice. Sind bei dir überhaupt Tiere auf der Insel? Nö, auf der Insel sind keine. Es ist nur eine kleine. Stein,
Muschel. Ja, das ist eine magere Ausbeute hier auf der Insel. War ja auch keine. Ja, auch, und ich bin ja gerade unter Wasser und selbst da kaum Erze. Das war ja auch nur eine stinknormale, keine besondere. Aber Erze brauchen wir ja sowieso gerade weniger als Schrott. Na, ich habe hier nochmal 2 Schrott gefunden. 3, 4. Muss mir sowieso anschauen, wir müssen ja fast rückwärts fahren. Na gut, und einmal drehen. Jo. Muscheln brauchen wir auch nicht, da haben wir auch mehr als genug. Willst du mich verarschen? Ne? Beim Rausspringen knabbert mich der Wichser an. Das ist doch immer so. Ja, hier ist auch nichts mehr auf der Seite. Dann wären wir hier fertig. Ich brauche schon wieder Holz, ernsthaft? Wo denn? In den Öfen? Sowohl bei dem Öfen, Motor, für alles brauche ich gerade Holz. Wie immer eigentlich. Ich habe bei den Öfen überall 1 und bei den Motoren überall 3 erstmal reingelegt. Muss der erste mal reichen. Okay. Warte mal, was will ich denn hier oben? Das. Ja, wenn es nach mir ginge, wollen wir den Sturm abwarten oder weiter? Welchen Sturm? Naja, das Regenwetter. Wir können ganz ehrlich, wir können gerne weiter. Leute, der Motor ist komplett voll mit Holz. Gut. Ready? Warte mal, hä? Wieso ist der eine Motor komplett voll und der hier nicht? So, jetzt ist der auch komplett voll. Meinetwegen können wir. So, ich habe jetzt alles an Holz, was ich habe, überall verteilt. Erstmal ankerlicht, ne? Sag, wenn ich die Motoren anmachen soll. Warte. Ich muss immer mal wieder schauen, ob das Gerät den schaut. Ob der Nebel ein bisschen noch ein Stück weiter ist. So, du kannst ja machen. Jups, sind an. Ja, wir sehen sie auch schon. Ach du Scheiße, ist die Fett. Ach du Heilige. Ähm.
Das nenne ich nicht mehr Insel, das ist für mich ein Berg. Ja, wir müssten aber nach links einsteuern, denn... Machst du? Da ist auf jeden Fall nicht so ein hoher Berg. Ich muss nämlich was söffeln. Rechts ist ein oder meinst du rechts? Ja. Oder wo fährst du gerade hin? Ja, rechts. Also entweder täuscht das oder die Insel geht links sogar noch weiter. Die geht links noch weiter, ja. Die ist absolut fett. Dann wird es dort die Bären geben und Darko, dann kann das sogar die Endinsel sein. Die letzte Insel. Glaube ich nicht. Bei allen Story-Aufgaben waren immer mit diesem blauen X bezeichnet und das ist nur eine grüne Insel. Okay. Und für mich zählt das Ende zur Story. Jetzt. So. Ach, wir können sogar hier vorne anlegen. Stimmt. Die ist einfach nur so fett, das ist geil. Weißt du mich und du machst wieder aus? Du kannst gleich den Anker werfen. Na, ich sag dir. Stimmt. Hau raus! Die Motoren laufen im Ocean, also sind schon heiß gelaufen. Ich würde sagen, erstmal equippen und dann gehen wir zusammen auf die Insel. Ach du Ficken. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Ich werde die Folge jetzt hier unten beenden. Jupp, du kannst fangen. So. Ja.